Freunde, was geht ab? Wir reagieren heute zusammen auf den neuen Track von AZ Seele. Ich bin gespannt, was uns erwartet, Freunde. Ja, nach mittlerweile auch wieder längerer Zeit mal was Neues von AZ. Generell KMN auf jeden Fall. Ja, mittlerweile höre ich die gerne an oder schon seit einem Jahr oder so, die Lieder. Waren viele immer dabei, die mir gut gefallen haben. Und AZ ist in meinen Augen auf jeden Fall auch irgendwie so der stärkste Künstler davon. Ist natürlich Geschmackssache, auch nichts gegen die anderen oder dass die schlechter sind oder so. Aber wie gesagt, ist nur mein Geschmack, Freunde. Wir checken das neue Musikvideo ab. Seele, ich bin gespannt, worum es gehen wird. Also ist ja ein Begriff, der jetzt sich einfach so, wie soll man sagen, ohne Bedeutung wahrscheinlich da als Titel stehen wird, sondern wird irgendeinen Sinn haben, Freunde. Ich würde sagen, wir starten rein. Lasst vorab schon mal ein Like da bitte, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit wir möglichst schnell zu den 2,6K kommen. Wäre auf jeden Fall geil, ja, wäre auf jeden Fall wirklich sehr geil. Ich wäre euch da sehr dankbar, Freunde, und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr das gerne machen. Wir fangen an. Let's go. Okay, wir sehen schon mal Video in Paris gedreht. Bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach. Es geht irgendwie schon gefühlt direkt los. Ja, andere Musikvideos, erstmal läuft der Beat durch und so. Er gefühlt direkt am Anfang schon drauf. Betäubst meine Seele, dann hab ich Stress, macht mein Baby bam bam. Bin okay. Gefallen, doch ich lebe. Okay, das ist ein geiler Übergang und er hat hier irgendwie Blut im Gesicht. Aber nochmal kurz hier diese Transition-Übergang, wie auch immer. Wir müssen ab hier gucken. Dann hab ich Stress, macht hier hoch, so mäßig auf den Himmel und Baby, dann. Bam, bam. Bin gefallen, doch ich lebe. Geil, ja. Ist mal was anderes. Wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach. Du betäubst meine Seele. Denn hab ich Stress, macht mein Baby bam bam. Bin gefallen, doch ich lebe. Okay, da auch die Schüsse perfekt drauf. Auch nicht zu laut oder so. Oder keine Ahnung, sondern es passt wirklich perfekt dazu. Ich hoffe und ich denke, da werden die auch drin sein bei Spotify. Ist ja immer so die Sache, ja. Die Leute, die jetzt gerade die Reaction auf Kool Savas schon angeschaut haben, die werden jetzt wahrscheinlich sich das nochmal anhören dürfen. Aber ich bin eigentlich immer ein relativ großer Fan von sowas. Unterstützt irgendwie nochmal so die Kombination von Audio und Video und generell kommt eigentlich immer ganz geil, finde ich an sich, und kann man auch ruhig drin lassen in Spotify. Außer natürlich, dass es irgendwie überlaut oder kommt alle 2 Sekunden vor, dann nicht, aber so schon. Wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach, du betäubst meine Seele, denn hab ich Stress, macht mein Baby bam bam. Ich fühl mich sicher, bist du neben mir, mein Schatz, ja du bist mein Lebenselixier. Zwischen okay, kleiner Flow-Wechsel sozusagen und auch generell von der Stimmung finde ich bis jetzt ist das Lied auf jeden Fall geil. Relativ ruhiger Beat, würde ich mal behaupten. Aber trotzdem, es ist ein entspanntes Lied so, ja, wie man es auch im Prinzip nicht anders kennt, eigentlich generell von den Künstlern so. Aber ich finde es auf jeden Fall, wie gesagt, bis jetzt klein, ist oft, doch ich liebe dich. Du bewahrst mein Gesicht und alle kriegen's mit. Bis zum Tod, lass dich nie wieder los. Steh mein Mann wegen dir, wenn es nachts eskaliert, hab gelacht wegen dir. War auch eine geile Idee natürlich hier mit dem Thron, ja. Kommt immer geil in Musikvideos, so ein Thron. Stellt euch mal vor, man hätte so einen, also das hat auch noch kein YouTuber, so einen Thron als Stuhl, ja, statt so einem DX Racer oder so. Absolut jetzt leere gegriffen. Nein, aber auf jeden Fall stellt euch mal vor, anstatt so einem Stuhl, einem normalen, einfach so ein Thron. Das wäre schon, könnte man schon machen, ja. Wenn das wahrscheinlich jemand irgendwann haben wird, dann Knossi. Wegen dir, war im Knast wegen dir, bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleibe ich Tage, Nächte lang wach, du betäubst meine Seele. Ah ja, was ich vergessen habe zu sagen, es wundert mich, dass das Lied heute rauskam, weil heute ist immer noch Mittwoch. Und das ist für Musikvideos und so absolut untypisch. Aber keine Ahnung, was sich die Leute mittlerweile dabei denken. Also gefühlt interessiert niemanden mehr irgendwas mit Release Friday. Und die Leute releasen mittlerweile einfach wieder dann, wenn die Bock haben. Und ich meine, ist auch irgendwo gut. Ja, aber sonst war halt immer so ein Tag, wo alles rauskam, man gefühlt die ganze Nacht da saß und bis 4 Uhr oder so die Videos gemacht hat. Das fällt dann jetzt irgendwo weg dadurch, weil die Leute auch schon vorher releasen. Wobei aber, glaube ich, KMN sogar generell schon welche waren, die nicht immer freitags released haben. Zu Super Plus Zeiten schon. Ja, da kam auch schon Reaktion hier bei mir. Aber ich glaube, danach viele Sachen, die kamen, die waren gar nicht immer unbedingt freitags. Ja, und auch viele andere Künstler, wie gesagt, mittlerweile sind auch dazu übergegangen. Vor allem kleinere Künstler, muss man sagen. Aber auch manche große, die auch sonst immer freitags released haben, releasen jetzt auch einfach irgendwann mitten in der Woche. Oder, keine Ahnung, was gibt's noch? Leute, die Sonntag releasen. Auf jeden Fall, mich würde mal interessieren, warum die Leute das so machen und wie das eigentlich. Okay, gut, das mit dem Freitag hat ja so den Grund mit irgendwie Charts und Spotify und so. Aber
ja, wie die Leute dazu kamen, jetzt wieder ganz normal, einfach wenn die Bock haben, rauszuhauen. Dann hab ich Stress, macht mein Baby bam bam. Bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach. Du betäubst meine Seele. Denn hab ich Stress, macht mein Baby bam bam. Bin gefallen, doch ich lebe. Ich will noch mal kurz die Schüsse hören. Ich habe jetzt natürlich die falschen Kopfhörer, weil meine wirklich guten Studio-Kopfhörer leider immer noch kaputt sind und ich noch keine neuen gekauft habe. Ich will noch mal hören, ob die Schüsse, der erste Schuss auf dem linken und der zweite auf dem rechten war, beziehungsweise mehr auf dem linken, mehr auf dem rechten. Will ich noch mal hören. Doch ich lebe, wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach. Du betäubst meine Seele, denn hab ich Stress, macht mein Baby bam bam. Ja, meine Mutter hat was gegen mich gemacht, du betäubst meine Seele. Doch ich lebe, wegen dir bleib ich Tage, denn hab ich Stress, macht mein Baby bam bam. Bin gefallen, doch ich bin mir nicht sicher, ich glaube es war erst ein bisschen auf dem linken und dann der zweite so mehr auf dem rechten. Lebe, wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach, du betäubst meine Seele. Denn hab ich Stress, macht mein Baby bam bam. Ja, meine Mutter hat was gegen dich, denn ich bin blind seit... Ich finde, so bei dem Übergang hätte man den Sound nicht reinmachen müssen, weil der verliert da so ein bisschen an Kraft, finde ich tatsächlich, ja. Hätte man das wirklich nur bei dem Text, bei den zwei Stellen draufgelassen, wäre das halt schon, finde ich, besser gewesen. So für den Übergang muss nicht unbedingt sein, weil da, ja, passt sich auch nicht so unbedingt so rein. Irgendwie, ja, kann man machen, aber muss man einfach wirklich nicht. Also hätte man rauslassen können. Dem du in meinem Leben bist, weil sie weiß, dass du anderen die Seele... Auch cool, wie hier das Blut so mäßig an das, ja, an die weil sie weiß, Kamera. Dass du anderen die Seele nimmst. Hier die Kommentare, ich finde das immer blöd, wenn die da reinkommen, ja, weil das unterbricht immer. Egal, auf jeden Fall, geil wieder gerade. Sie immer, wenn du mit mir reden willst. Auf jede Aktion. Egal, ihr habt's gesehen, das Blut da dran war geil auf jeden Fall. Folgen deine Patronen. Okay, auch cool, VHS-Effekt. Du warst loyal nur zu mir, haben Scheine kassiert. Doch wenn vieles passiert, warst du wach wegen mir. Bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach. Du betäubst meine Seele. Denn hab ich Stress, macht mein Baby bam bam. Bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach. Du betäubst meine Seele. Aber Video ist echt gut, muss man sagen, ja. Ich hätte gedacht, dass das irgendwie, keine Ahnung, mehr irgendwie langweilig oder halt ruhiger wird, weil das irgendwie auch dazu... Aber ich finde so an sich, wie die es gemacht haben, ist eigentlich echt geil. Ja, mit den Szenen hier. Die Location auch geil eigentlich, ist nichts Besonderes so. Aber was ich geil finde, war das gerade mit dem Rauch, wo man das gesehen hat. Das sah geil. Wenn hab ich Stress, macht mein Baby bam bam. Bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach. Du betäubst meine Seele. Denn hab ich Stress, macht mein Baby bam bam. Okay, da hat's nochmal gepasst, auch wie so mäßig die Patronenhülse auf den Boden fällt. Das finde ich, wie gesagt, ist schon wieder ja, ziemlich gut dann umgesetzt. Aber insgesamt auf jeden Fall stabiles Lied, kann man sich geben. Muss ich aber ganz ehrlich zugeben, ist kein Lied, wo ich jetzt sage, muss ich mir unbedingt jeden Tag rauf und runter hören. Man kann es in die Playlist machen. Es ist ein entspanntes Lied, wenn man abends chillt, vielleicht eine Runde zockt. Gut, habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, aber ihr wisst, was ich meine. Da kann man sich das, denke ich mal, relativ gut geben. Deswegen schreibt mir auch mal gerne eure Meinung natürlich in die Kommentare, wie ihr es fandet, Freunde. Ich hoffe, euch hat die Reaktion gefallen. Lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns wieder. Ich denke mal, morgen wahrscheinlich wieder mit einer Reaction oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bis dahin, Freunde. Ciao.